Genau, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. In diesem Video möchte ich mal kurz auf vielfachen Wunsch hin einen kleinen Ausschnitt zeigen, welche Power in der Targetierung, in der Zielgruppendefinition LinkedIn Werbeanzeigen hat. Also viele wissen nach wie vor gar nicht, dass es LinkedIn, sowas wie LinkedIn Werbeanzeigen gibt, sprich bezahlte Werbeanzeigen möglich sind über LinkedIn. Wundert mich immer wieder, ist schon seit einigen Jahren der Fall. Und wenn wir jetzt, also ganz kurz, möchte ich hier mich quasi mal aufs Targetieren beschränken in diesem Video. Und einfach diese gewaltige Targetierungspower hier mal, das werdet ihr gleich im Einzelnen ein bisschen sehen, was in keiner anderen bis dato, in keiner anderen Plattform möglich ist. Also die Granularität, ja, ist hier sehr, sehr bedeutsam. Und natürlich zahlt man da ein bisschen mehr ein, dann ja, als wir jetzt vielleicht noch bei Facebook, aber ich möchte halt mal auch hier eine Lanze brechen für LinkedIn, denn Facebook hat schon sehr stark auch aufgeholt, was die Klickpreise betrifft in den letzten paar Monaten, ja, und schwankt auch sehr stark und hat ein paar weitere Nachteile auch, ja. Wo sich doch die Möglichkeiten der Targetierung immer weiter zunehmend einschränken auf Facebook. Leider auch auf Google dann demnächst, ist es doch bei LinkedIn so, dass man hier wirklich ganz, ganz detailliert hier seine Zielgruppe definieren kann. Und das ist schon unter Umständen Gold wert, je nachdem, was du versuchst zu verkaufen oder zu vermarkten. Also du bist jetzt hier auf deinem ganz normalen LinkedIn-Feed, ja, und dann hast du hier rechts, wenn du einen Account, einen Marketing-Account, ich habe natürlich hier dieses Mockup. Account, also ich habe natürlich mehrere Accounts und so weiter, und dieses, was ich dir jetzt zeigen werde, ist halt einfach so zu Trainingszwecken, ne? Weil das sind hochsensible Daten, ganz besonders alles, was über LinkedIn läuft, das ist natürlich Business-Daten und so weiter, und die darf ich natürlich in so Videos hier nicht irgendwie scheren und so weiter. Und bevor ich jetzt alles ausgeblurrt hätte und so weiter bei den ganzen Kampagnen, das ist mir aber alles viel zu anstrengend und zu heikel. Deswegen habe ich hier, also quasi, ich habe mehrere Accounts und hier dieser Account ist eben zu Trainingszwecken. Das heißt, du gehst jetzt hier rechts auf Marketing und dann kommst du hier rein in diese Maske. Ja. Dann hast du hier deine verschiedenen Werbekonten und hier ist eben mein Mockup-Werbekonto, was ich halt hier quasi zu Trainingszwecken jetzt nutzen kann, ohne dass ich mir irgendwelche Gedanken machen muss, dass ich gegen irgendwelche Datenschutzregeln hier verstoße. Hier ist es so, dass man das Ganze ist aufgeteilt, ist letztendlich so ein bisschen abgekupfert von Facebook. Also wenn du schon mal mit Facebook zu tun hattest, dann wirst du es eben sehen, aber einmal völlig davon unabhängig, ist einfach in Kampagnengruppen, Kampagnen und Anzeigen einfach unterteilt, das Ganze. Ja? Also, wir machen jetzt hier einfach, wir erstellen es mal nochmal gemeinsam hier einfach eine Kampagnengruppe. Ja, um dir einfach zu zeigen, wie das Ganze ist. Also ich mache das normalerweise so, dass ich hier natürlich dann sehr ausführlich, würde ich dir auch raten, diese Kampagnengruppe hier auch so definiere im Namen, dass ich es auch dann, sagen wir mal, später irgendwann, wenn ich ganz, ganz viele hätte, theoretisch Kampagnengruppen, dann auch wieder sehr leicht finde und weiß, was habe ich damals gemacht und so weiter. Also was sehr hilfreich ist, ist zum Beispiel hier das Datum von heute, dann was möchte ich damit bezwecken, das Ziel. Ja. In dem Fall in der Regel Conversions. Ja. Also da komme ich gleich noch dazu. Es sei denn, du bist jetzt sowas wie Adidas oder Coca-Cola, was du jetzt nicht mal stark an nicht bist. Ja. Also ein riesen Megakonzern. Selbst Unternehmen, die sagen mal, bereits 100 Millionen machen, also in meinem Kunden, also IT-Firmen und so weiter, denen würde ich immer wieder raten. Also das Ziel soll es sein, mit möglichst wenig Einsatz möglichst profitabel Kampagnen zu schalten. Ja? Und das sind eben Conversion-Kampagnen und eben nicht, sagen wir mal, so Brand Awareness oder irgendwie sowas. Ja? Das ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Liga. Und damit würde ich dir das hier auf jeden Fall empfehlen. Und hier zum Beispiel Booked Appointment, das ist letztendlich in der Regel, was wir, das ist so wie könnten wir noch dahinter MOZ schreiben, das Maximal Online Vertriebsziel. Ja.
Es sind in der Regel Booked Appointments. Das ist jetzt, ich habe es jetzt auf Englisch, weil wir haben einige Kunden, die halt mit uns aktuell den US-Markt bespielen, weil dort einfach auch viel mehr los ist. Ja, also quasi budgetmäßig. Aktuell ist ja in Deutschland alles so ein bisschen ja, will mich nicht näher darüber äußern. Booked Appointments sind in der Regel das maximale Online-Vertriebsziel und so benennen wir dann auch in der Regel die Kampagnen. Jetzt gehen wir einfach mal weiter, um hier letztendlich das zu zeigen, was ich eigentlich zeigen wollte. So, hier unten ist das, was wir jetzt gerade erstellt haben an Kampagnengruppe und jetzt geht es darum, hier eine Kampagne innerhalb dieser Kampagnengruppe zu erstellen. Ja, also wir können quasi mehrere Kampagnen innerhalb der Kampagnengruppe erstellen und da fangen wir jetzt einfach mal an. Das ist die, die wir wollen, ja, MOZ, maximale Vertriebsziel, das haben wir gerade erstellt. Und hier einfach nochmal ist das, was ich eben gerade eben schon gesagt habe, das Kampagnenziel. Was soll das Kampagnenziel sein? Brand Awareness, das ist genau das, wo du einfach quasi Sichtbarkeit rausfeuerst, ja, also das ist was für Coca-Cola, Adidas, oder Tesla oder irgendwie sowas, ja. Also für normalerweise für Mittelständler, die es zum Ziel haben, mit einem Minimum an Budget das Maximale rauszuholen an maximalen Online-Vertriebszielen, in dem Fall Booked Appointments, ist eigentlich Awareness komplett, fällt komplett raus. Consideration ist letztendlich eine abgeschwächte Form von Awareness. Ja, also da geht es letztendlich, da messe ich irgendwie Engagement, sowas, ja, oder Videoaufrufe, ja, und danach wird dann optimiert und so weiter. Ja, Webseitenbesucher, ja. Es sind eigentlich, sag mal, dann KPIs, wenn ich diese dann hätte, wo ich mir eigentlich nichts davon kaufen kann. Deswegen lassen wir die eigentlich immer komplett raus. Also ich habe noch nie wirklich viel Kampagnen in dem Bereich gemacht, ja. Das sind dann vielleicht eher Agenturen oder so, die, wie gesagt, Kunden haben wie Adidas oder Coca-Cola oder Tesla oder was weiß ich, ja, oder vielleicht Volkswagen oder sowas. So in meiner IT-Branche, so das sind ja, meine Kunden kommen ja aus der IT-Branche und die wollen möglichst wissen, okay, ich habe jetzt hier 1000 Euro reingesteckt und habe dafür einen Kunden gewonnen, der ist mir 2000 Euro wert oder sowas, ja. Das ist jetzt hier Lead Generation. Das gibt es erst seit ungefähr 2 Jahren auf LinkedIn. Ja, das ist eine Sache, die haben wir schon ein paar Mal getestet und die funktioniert sehr, sehr gut. Das ist letztendlich das genau das Gleiche wie Lead Forms auf Facebook. Das Prinzip ist, dass der Kunde letztendlich mit seinen Kontaktdaten, die er bereits auf seinem LinkedIn-Profil halt eingegeben hat, ja, sich eintragen kann und dann, sagen wir mal, das Nugget holen kann, ja, in Form von White Paper oder irgendwas runterladen, ohne dass er die Plattform jemals verlassen muss. Das ist das Entscheidende, ohne dass er die Plattform LinkedIn jemals verlassen muss. Und dafür, dass du, wenn du dich dafür entscheidest, so eine Kampagne zu fahren, dann ist es natürlich der Nachteil, in so gesehen, dass der Interessent LinkedIn nicht verlässt, ja, dort also nicht auf deine Webseite, du ihn quasi nicht einkassierst in dem Sinne, ja, sozusagen rausziehst aus der Social Media Welt, reinziehst in deinen, hundertprozentig in deinen Funnel, sondern aber den Bonus, den du dafür erhältst, bildet sich in Form von Klickpreise, ja, das heißt, LinkedIn ist hier insgesamt, was die Klickpreise betrifft, ja, und daraus folgen ja auch Conversion-Preise und so weiter, Kosten, Cost per Conversion, CPC und so weiter, ist ja hier wesentlich gnädiger. Das heißt, das ist mit Abstand aktuell de facto heute die günstigste Form der Werbeanzeigenschaltung auf LinkedIn, ja. Also das gleiche Prinzip ist auch so ein bisschen wie bei Facebook. Da kriegt man dann auch viel günstigere Leads, wenn du halt keinen Link nach extern eben in deine Kampagne mit eingebaut hast. Hier, Website Conversions, das ist so das Traditionelle, was wir letztendlich auch immer verwenden für unsere Kunden. Das ist halt einfach, hier messe ich halt einfach die Conversion auf der Webseite über den Inside Tag. Das ist letztendlich der Pixel von LinkedIn, wo ich dann genau messen kann, okay, so und so viele Leute von diesen jener Branche und so weiter sind auf meine Webseite gekommen und haben dieses oder jenes,
maximale Online-Vertriebsziel eben ausgeführt. Bewerbung, das ist also nochmal was Spezielles für Recruiting, das machen wir nicht erst hier und fällt dadurch raus. So, jetzt kommt das nächste. Also wir sagen mal hier, nehmen jetzt hier das, was wir sonst immer machen, Website-Conversion. Hier wird es jetzt langsam wirklich interessant mit der Zielgruppendefinition. Ja. Also wir sagen, hier kannst du auswählen, okay, welchen Standort möchte ich hier bedienen. Ja. Hier kannst du Zielgruppen dann auch abspeichern. Ja. Sagen wir mal, hier kannst du Deutschland, Österreich und Schweiz in dem Fall, sagen wir mal, es ist wahrscheinlich deine Zielgruppe aktuell, also von der Geografie her. Du kannst aber auch hier das hier auswählen. Ja, dann hast du Deutschland, Österreich und Schweiz alles mit zugleich. Ja, also das sind ja das schon vordefiniert hier, weil es einfach das ist, was halt viele eben auch nutzen. Dann kannst du es hier wieder schließen, das Fensterchen, und dann hast du hier schon mal die Standorte hier. Dann sagst du natürlich, okay, in der Schweiz gibt es dann Leute, die irgendwie Englisch sprechen oder Italienisch oder Französisch oder sonst was. Deswegen machst du hier ganz wichtig Deutsch, ja, dass du dann eben hier nur die deutsche Schweiz eben dadurch eben ansprichst. Ja, also das ist also diejenigen, die in der Profilsprache eben Deutsch sind. Ja. Und hier wird es jetzt wirklich langsam super interessant. Ja, das ist also quasi schon vordefiniert worden. Ich entferne hier mal alles, dann wollen wir mal frisch anfangen. Die Zielgruppenattribute, und das ist das, wo ich dir jetzt eigentlich hier in diesem Video mit Fokus zeigen wollte, ist der absolute Wahnsinn. Ja. Du kannst hier nach Unternehmen gehen und hier zum Beispiel, also hier gibt es so viel, wo du quasi selektieren kannst, das kannst du dir erstmal gar nicht vorstellen, wenn du mit dem Sales Navigator schon mal zu tun hattest oder dort schon regelmäßig gearbeitet hast, dann kann ich dir versprechen, alles, was du beim Sales Navigator auswählen kannst, mehr oder minder, ja, als Filter, ja, und das ist eine ganze Menge, auch die Kombinationen, kannst du hier eben auch und dann eben, sag mal, per Werbeanzeige targetieren und bespielen. Das ist echt der absolute Hammer. Also hier ist zum Beispiel Branchen. Jetzt bin ich hier in den Branchen drin, ja. Jetzt sage ich, okay, ich habe jetzt zum Beispiel eine bestimmte Softwarelösung. Das ist bei vielen von meinen Kunden so, dass sie zum Beispiel irgendwie eine MES-Software anbieten. Ja? Also ganz speziell sich entweder innerhalb ihres Portfolios ein ganz bestimmtes Produkt halt verkaufen wollen, aktuell oder auch enforcieren wollen oder was auch immer. Ja, irgendwie ein Plugin, eine Eigenlösung, eine individuelle Schnittstelle programmiert haben, was weiß ich. Ja? Und hier dann sagen, okay, die ist insbesondere diese Lösung für Fertigungsunternehmen, ja. Dann kann ich das hier auswählen. Dann innerhalb von Fertigung kann ich hier dann nochmal auswählen und sagen, naja, unsere Branche, wo wir die meiste Erfahrung haben, beziehungsweise wo unser Tool, das wir hier entwickelt haben, unsere Software am besten passt, ja, das ist, sagen wir mal, oder aus irgendwelchen Krisengründen oder was weiß ich, wissen wir aktuell, dass es jetzt in bestimmten Unterbranchen jetzt nicht gerade nicht so gut geht, ja, oder was auch immer, ja. Das heißt, ja, Bekleidungsindustrie ist vielleicht, läuft vielleicht gerade nicht so gut. Dann sage ich Maschinenherstellung, ja, also Maschinenbauer sind das, ja. Und damit immer noch nicht genug. Jetzt habe ich nochmal hier wiederum Möglichkeiten, noch granulare auszuwählen. Das ist der absolute Wahnsinn, ja. Und also hier oben siehst du schon die Warnung von LinkedIn. Die kannst du aber erstmal jetzt getrost auch ignorieren, ja. Weil LinkedIn möchte natürlich, dass du, ja, wie soll ich sagen, möglichst große Zielgruppen hast, ja. Weil dann natürlich LinkedIn viel schneller theoretisch dein Werbebudget ausspielen kann. Ja? Also ignoriere mal das hier oben. Ich habe schon Kampagnen ausgespielt mit weniger als 10.000 hier oben. Ja? Und die waren super erfolgreich. Ja? Also, hier unten kannst du sagen, dann nochmal weiter auswählen, zum Beispiel hier Herstellung von Industriemaschinen. Ja? Lüftungsklimaanlagen, ja, also da geht es dann schon ganz stark runter, ja, in die, sorry,
in die ganzen Unterphasen hier. Also ich würde mal sagen, dass wir hier mal einfach Maschinenherstellung nehmen und dann lassen wir mal alle angeklickt. Ja, das ist, wenn das hier dieses Feld ist, dann ist es jetzt vorausgewählt. Ja, dann könnte man sagen, wir nehmen noch Herstellung von Kunststoffen. Das ist eigentlich auch eine Branche. Das ist jetzt, da oben sieht man kaum elektronischen, elektrischen Geräten, Haushaltsgeräten und so weiter. Ja, da sind wir jetzt bei 40.000. Das sind so die Hersteller, wo aktuell unserer Erfahrung nach am meisten geht auch. Also so Papier finde ich jetzt ist nicht so interessant. Möbelhersteller und so weiter. Das ist nochmal eine eigene Branche für sich. Gut, ich spreche jetzt hier aus Erfahrung. Sagen wir mal, was machen wir hier? Glaskeramik, Zement. Und Hersteller von Computern, Elektronik, medizinischen Geräten, chemische Produkte, ja, ist auch, da läuft es auch aktuell. Ja. Also, und hier kannst du eben dann sozusagen deine Zielgruppe eben hier eben höchst granular eben auswählen, und das ist einfach schon der absolute Wahnsinn. Ja. Gibt es auf keiner anderen Plattform. Ja, so,